Lichtgeschwindigkeit. Zum Markt der Ideen, 24. Teil. Ich habe drei Dinge zu sagen. Vorweg. Wenn von Katastrophe die Rede ist, wir sind in der Katastrophe, dann möchte ich das nicht berufen. Und mir kommt es auch gar nicht entscheidend darauf an, sind wir in der Katastrophe oder kann man das nicht Katastrophe nennen oder was ist los. Aber zu sagen ist, dass ich gerade in den Nachrichten gehört habe, dass in Tucson, Arizona, fancy come upon the grass, get back, eine Kongressabgeordnete geschossen worden ist. Eine demokratische Abgeordnete in Amerika erschossen oder geschossen. Ist das eine Katastrophe oder ist das normal? Und das andere, was ich auch gerade in den Nachrichten gehört habe, das ist irgendwie 50 Jahre Sportschau. Oh, Entschuldigung. 50 Jahre Sportschau und man war stolz darauf oder ist stolz darauf, früher alle möglichen Sportarten in der Sportschau zu haben. Heute ist nur noch Fußball. Ja. Und gerade habe ich gehört, der Fußball, Felix Magath, Champions League, der Fußball ist von oben bis unten unter dem Druck von Geschäftemachern und Bestechung und Wettbetrug und was es alles gibt, es läuft täglich. Ich habe gerade die Geschichte von dem IOC und von dem FIFA Vergabetechniken des Putinismus geredet und so weiter. Ist das eine Katastrophe zu nennen, sei dahingestellt. Ich wollte nur sagen, dass ich mich gewundert habe in den letzten Monaten immer mehr in Kommentaren eine neue Vokabel gehört zu haben, nämlich da war die Rede von der Möglichkeit einer Wutpartei. Es könnte die Unzufriedenheit in unserer Gesellschaft zur Gründung einer Wutpartei führen. Da habe ich mich gefragt, also in der alternativen Szene, in der ich nun wirklich verankert bin, ist das Wort Wutpartei, also die lesen nicht Sloterdijk, der was über den Zorn erzählt hat oder so, Wutpartei. Gut, und aber in meinem Kultur der Straße Text, da allerdings wird nun geredet gar nicht von der Gründung einer Partei, sondern von der Wut. Und zwar von einer ganz anderen Art der Leistungs- und Kontrollverweigerung, eben nicht durch eine Partei. Und durchaus anonym und durch sozusagen, nennen wir es mal, Sozialarbeit. Also, ich lese gleich aus dem Text ein kurzes Stück, es geht weiter. Was auch immer das Ergebnis der nächsten Präsidentschaftswahlen sein wird, ihre Funktion besteht darin, das Signal zum Ende der französischen Illusionen zu geben, die historische Blase platzen zu lassen, in der wir leben und die Ereignisse ermöglicht, wie diese Bewegung gegen den CPE-Vertrag, die man im Ausland wie einen aus den 70er Jahren entkommenen schlechten Traum beobachtet. Deshalb will im Grunde eigentlich niemand diese Wahlen. Frankreich ist wirklich das Schlusslicht der westlichen Welt. Der Westen heute, das ist ein GI, der an Bord eines Abraham M1 Panzers auf Fallujah zurast und dabei in voller Lautstärke Hard Rock hört. Das ist ein in den Weiten der Mongolei verirrter, von allen verhöhnter Tourist, der sich an seiner Kreditkarte
wie an seinen einzigen Rettungsanker klammert. Das ist ein Manager, der nur auf das Go-Spiel schwört. Das ist eine junge Frau, die ihr Glück in Klamotten, Typen und Feuchtigkeitscremes sucht. Das ist ein Schweizer Menschenrechtsaktivist, der sich in allen Ecken und Enden der Welt begibt und mit allen Revolten solidarisch ist, vorausgesetzt, sie wurden niedergeschlagen. Das ist ein Spanier, dem die politische Freiheit scheißegal ist, seitdem man ihm die sexuelle Freiheit versprochen hat. Das ist ein Kunstliebhaber, der, und zwar als letzter Ausdruck des modernen Genies, der verblüfften Bewunderung ein Jahrhundert von Künstlern darbietet, die vom Surrealismus bis zum Wiener Aktionismus darum rivalisieren, wer der Zivilisation am besten ins Gesicht spuckt. Das ist schließlich ein Kybernetiker, der im Buddhismus eine realistische Theorie des Bewusstseins gefunden hat, und ein Teilchenphysiker, der aus der hinduistischen Metaphysik die Inspiration für seine neuesten Entdeckungen geholt hat. Der Westen, das ist diese Zivilisation, die alle Prophezeiungen ihres Untergangs durch eine eigenartige List überlebt hat. So wie sich die Bourgeoisie als Klasse hat negieren müssen, um die Verbürgerlichung der Gesellschaft vom Arbeiter bis zum Baron zu ermöglichen, so wie das Kapital sich als Lohnverhältnis hat opfern müssen, um sich als soziales Verhältnis durchzusetzen und auf diese Weise genauso Kulturkapital und Gesundheitskapital wie Finanzkapital zu werden, so wie das Christentum sich als Religion hat opfern müssen, um sich als emotionale Struktur, als diffuse Aufforderung zur Demut, zum Mitgefühl und zur Impotenz zu überleben. So hat sich der Okzident als spezifische Zivilisation geopfert, um sich als universelle Kultur durchzusetzen. Die Operation lässt sich so zusammenfassen. Eine im Sterben liegende Einheit opfert sich als Inhalt, um als Form weiterzuleben. Das Individuum in Scherben rettet sich als Form dank der spirituellen Technologien des Coaching. Das Patriarchat, in dem es die Frauen mit all den unangenehmen Attributen des Männlichen belädt, Wille, Selbstkontrolle, Gefühllosigkeit, die desintegrierte Gesellschaft, in dem sie eine Epidemie von Geselligkeit und Unterhaltung propagiert. So sind es all die großen, veralteten Fiktionen des Okzidents, die sich mit künstlichen, ihnen Punkt für Punkt widersprechenden Mitteln aufrechterhalten. Es gibt keinen Kampf der Kulturen. Was es gibt, ist eine Zivilisation im Zustand des klinischen Todes, über die man eine ganze Apparatur der lebenserhaltenden Maßnahmen ausbreitet und die in der planetarischen Atmosphäre einen charakteristischen Pestgestank verströmt. An diesem Punkt gibt es keinen einzigen ihrer Werte mehr, an den sie noch auf irgendeine Art zu glauben vermöchte, und jede Affirmation wirkt auf sie wie eine schamlose Tat, wie eine Provokation, die man besser zerlegen
dekonstruieren und in den Zustand des Zweifels zurückführen sollte. Der westliche Imperialismus heute, das ist der des Relativismus, des "Das ist deine Ansicht", "Das ist der kleine Seitenblick" oder der verletzte Protest gegen all das, was dumm genug, primitiv genug oder selbstgefällig genug ist, um noch an etwas zu glauben, um noch irgendetwas zu behaupten. Es ist dieser Dogmatismus der Infragestellung, der in der gesamten universitären und literarischen Intelligenzia komplizenhaft mit dem Auge zwinkert. Unter den postmodernistischen Geistesgrößen ist keine Kritik zu radikal, solange sie ein Nichts an Gewissheit umhüllt. Vor einem Jahrhundert verursachte jede ein wenig lärmmachende Negation einen Skandal. Heute liegt er in jeder Affirmation, die nicht zittert. Keine gesellschaftliche Ordnung kann sich auf Dauer auf das Prinzip gründen, dass nichts wahr sei. Außerdem muss man es aufrechterhalten. Die heutige Anwendung des Konzepts der Sicherheit auf alles bringt das Vorhaben zum Ausdruck in die Wesen selbst, in das Verhalten und in die Orte, die ideale Ordnung zu integrieren, der sie sich nicht mehr bereitwillig unterwerfen. Nichts ist wahr, sagt nichts über die Welt. Aber alles über das abendländische Konzept von Wahrheit. Die Wahrheit wird hier nicht als Attribut der Wesen oder der Dinge begriffen, sondern als das ihrer Repräsentation. Für wahr gehalten wird eine Repräsentation, die mit der Erfahrung übereinstimmt. Wissenschaft ist in letzter Instanz dieses Reich der universellen Überprüfung. Nun baut jedes menschliche Verhalten aber, vom gewöhnlichsten bis zum gelehrtesten, auf einem Sockel ungleich formulierter Selbstverständlichkeiten auf. Alle Praktiken gehen von einem Punkt aus, an dem Dinge und Repräsentationen unterschiedslos verbunden sind. Zu jedem Leben gehört eine Dosis Wahrheit, die das abendländische Konzept nicht kennt. Man spricht hier gern von wahren Menschen, aber immer, um sich über diese geistig Armen lustig zu machen. Daher kommt es, dass die Okzidentalen von denjenigen, die sie kolonisiert haben, allgemein für Lügner und Heuchler gehalten werden. Daher kommt es, dass man sie um das beneidet, was sie haben, ihren technologischen Vorsprung, nie um das, was sie sind, was man zu Recht verachtet. Man könnte nicht Sade, Nietzsche und Artaud in den Gymnasien unterrichten, wenn man diesen Begriff der Wahrheit nicht im Voraus disqualifiziert hätte. Immer weiter alle Affirmationen zu unterdrücken, Schritt für Schritt alle Gewissheiten zu zerstören, die unweigerlich zutage kommen. Das ist die lange Arbeit der abendländischen Intelligenz. Polizei und Philosophie sind zwei konvergente Mittel dafür, wenn auch formal verschieden. Selbstverständlich findet der Imperialismus des Relativen in irgendeinem leeren Dogmatismus, in irgendeinem Marxismus-Leninismus, irgendeinem Salafismus, in irgendeinem Neonazismus einen ihm angemessenen Gegner. Jemanden, der wie der Westen Affirmation und Provokation verwechselt. Im jetzigen Stadium macht sich ein rein sozialer Protest, der sich weigert zu sehen, dass das, dem wir uns gegenübersehen, nicht die Krise einer Gesellschaft,
sondern das Erlöschen einer Zivilisation ist dadurch an ihrem Fortbestand mitschuldig. Es ist nunmehr sogar eine geläufige Strategie, diese Gesellschaft zu kritisieren, in der vergeblichen Hoffnung, diese Zivilisation zu retten. So sieht es aus. Wir haben eine Leiche am Hals, aber so einfach wird man die nicht wieder los. Vom Ende der Zivilisation, von ihrem klinischen Tod, gibt es nichts zu erwarten. So wie sie ist, kann sie nur die Historiker interessieren. Das ist eine Tatsache. Man muss daraus eine Entscheidung machen. Tatsachen kann man vertuschen. Die Entscheidung ist politisch. Den Tod der Zivilisation entscheiden und in die Hand nehmen, wie das geschieht. Nur die Entscheidung wird uns diese Leiche vom Hals schaffen. Auf geht's. Danke für den Aufruf und nur Mut. Die nächste Folge kommt hier.